eben Berlin. Bundesernährungsminister Schmidt beklagt, dass Lebensmittel zu oft als billige Lockangebote eingesetzt werden. Der morgigen Ausgabe des Tagesspiegels sagte er, das sei vor allem beim Fleisch so. Diese Preispolitik widerspreche der Vorstellung seines Ministeriums von Qualität und dem angemessenen Preis für Fleisch. Der CSU-Politiker hat gesagt, die Lebensmittelverschwendung in Deutschland einzudämmen. In diesem Zusammenhang.